Hi Freunde, was geht und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind mitten im Sommer und täglich kommen neue Transfer-News rein im Fußball. Darum werden wir heute über die wichtigsten und spannendsten Transfers reden, die es bereits im Sommer 2023 gab. Also lasst uns kurz auf die wichtigsten Transfers eingehen und let's go. Ein auf jeden Fall erwähnenswerter Wechsel, der vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, ist der von Kai Havertz, der vom FC Chelsea zum FC Arsenal wechselt, für eine Ablöse von 70 Millionen Euro. Für Kai Havertz ist das auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Er wechselt von einem schlechteren zu einem besseren Team, denn der FC Chelsea hat hunderte Millionen Euro im letzten Jahr zwar investiert, allerdings war die Saison ein kompletter Reinfall. Am Ende stand man auf dem 12. Platz in der Premier League, damit 10 Plätze hinter dem FC Arsenal, denn die standen auf dem 2. Platz, sind nur knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt und standen am Ende nur mit 5 Punkten hinter Manchester City da. Und für Kai Havertz kommt er auf jeden Fall in ein sehr, sehr gutes Team mit vielen talentierten Spielern. Und ich bin der Meinung, dass der FC Arsenal in den nächsten Jahren das Potenzial hat, national sowie international sehr viel zu erreichen. Im Moment hat man ein wirklich sehr talentiertes Team. Viele junge Offensivspieler, die sehr begnadet Fußball spielen, sehr offensiv gefährlich sind, vor allem jetzt natürlich auch durch Kai Havertz. Darum bin ich auch der Meinung, dass der Transfer von Kai Havertz sich auf jeden Fall für den FC Arsenal lohnen wird. Der für mich größte Transfer bis jetzt in diesem Sommer ist der Wechsel von Jude Bellingham, denn der wechselt für eine stolze Ablösesumme von 120 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Real Madrid. Und ich muss sagen, ich als Dortmunder-Fan würde mich freuen, denn in der Zeit, wo Jude Bellingham bei Dortmund war, hat sich Dortmund auf jeden Fall mit ihm weiter verbessert und weiterentwickelt. Außerdem war es ein Risiko, dass man ihn damals für 25 Millionen Euro geholt hat. Jetzt hat man ihn verkauft für 120 Millionen Euro ein paar Jahre später. Ich finde, für Dortmund hat sich das Thema Bellingham auf jeden Fall gelohnt. Real Madrid, für die hat sich es auch gelohnt. Also die haben natürlich viele gute zentrale Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, ob es so zwingend nötig gewesen wäre, da jetzt noch 120 Millionen Euro auszugeben, auch wenn er noch so begabt ist, denn man hat Tchouaméni, man hat auch noch weitere Mittelfeldspieler. Aber man hat jetzt auf jeden Fall auch Jude Bellingham und Bellingham wird dort auf jeden Fall auch einem Konkurrenzkampf ausgesetzt sein gegen Tchouaméni, gegen Camavinga und gegen die anderen auch etwas älteren Spieler. Aber ich denke, dass sich Bellingham durchsetzen wird und auf jeden Fall Stammspieler bei Real Madrid sein kann. Denn was er bei Dortmund geleistet hat, war wirklich unglaublich defensiv, wie offensiv, als spielerische und gegen den Ball. Das hat mir sehr gut gefallen. Darum würde ich sagen, für alle drei Parteien auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ein Problem für Borussia Dortmund ist eher, dass Jude Bellingham nicht der einzige Abgang ist, sondern dass es 6 weitere Spieler gibt, die den BVB verlassen. Einer davon ist zum Beispiel Rafael Guerreiro, einer der unterschätztesten Spieler für mich in den vergangenen Jahren, der eine überragende Technik meiner Meinung nach hat, geht ablösefrei zum FC Bayern München, zum direkten Konkurrenten. Das tut natürlich schon weh. Der FC Bayern, die holen auch nicht nur ihn ablösefrei, sondern sie holen auch Konrad Leimer. Konrad Leimer hatte gute Spiele für RB Leipzig, einige gute Spiele, man ist auch sehr von seinen Leistungen überzeugt und es klang auch durch, dass Konrad Leimer Stammspieler beim FC Bayern werden könnte. Aber das wage ich jetzt eher zu bezweifeln, weil man auch mit Goretzka und Kimmich andere Spieler hat. Für Sabitzer wird es dagegen immer schwieriger beim FC Bayern. Bin gespannt, was bei dem noch passiert. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass Konrad Leimer eher kämpfen muss, um auf seine Einsätze zu kommen, die er haben möchte und die er beansprucht. Auch wenn es anders durchklingt, glaube ich eher, dass Konrad Leimer Ersatzspieler beim FC Bayern sein wird oder wenn dann nur selten rein rotiert. Für RB Leipzig ist es natürlich eher ein Verlust, aber nicht so groß wie für RB Leipzig der Verlust ist von Christopher Nkunku, denn Christopher Nkunku wechselt für 65 Millionen Euro zum FC Chelsea. Klar, man konnte ihn für 13 Millionen Euro holen und für 65 Millionen Euro weiterverkaufen, nachdem er die Mannschaft verbessert hat. Allerdings hat man trotzdem einen der den offensivstärksten Spieler in den letzten Jahren bei RB Leipzig verloren, was auf jeden Fall eine Niederlage ist. Für den FC Chelsea weiß ich nicht, ob es sich lohnen wird. Vielleicht ist ja eine Art Havertz-Ersatz. Der FC Chelsea hat ohnehin viele Offensiven und man hat wirklich schon sehr, sehr viel Geld für nichts ausgegeben. Es gibt jetzt wieder 65 Millionen Euro für Nkunku aus, also da weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Nkunku geht
finde ich, nicht unbedingt zu einem besseren Verein, aber eben in eine bessere Liga, bei der er eben auch, also die Premier League ist, mehr Geld bekommt. Kommen wir zurück zu Leipzig, denn die haben zwar einen Christopher verloren, aber die haben auch einen Christoph Baumgartner geholt für 24 Millionen Euro von Hoffenheim. Christoph Baumgartner hat in den Jahren bei Hoffenheim 30 Tore erzielt und 22 weitere vorbereitet. Das ist eine stabile Statistik und ich denke, dass er RB Leipzig auch, nachdem die ihre Abgänge hatten, weiterhelfen kann. Und ich bin gespannt, wie oft er reinrotiert wird und ob er sich auch als Stammspieler bei RB Leipzig durchsetzen kann und wie das so läuft. Und bei den Leipzigern ist natürlich diesen Sommer noch mehr passiert und zum Beispiel haben sie Spieler von Salzburg noch geholt. Und der Kracher ist für mich vor allem, dass Dominik Szoboszlai den Verein verlassen hat und zwar für 70 Millionen Euro wechselt er zum FC Liverpool. Ich bin der Meinung, dass Szoboszlai eine begnadete Technik hat und der perfekte Fit für den FC Liverpool ist, die im Mittelfeld jetzt auch nicht so gut aufgestellt sind. Da bin ich sehr interessant, welche Rolle er in dem System spielen wird. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das sich dann im nächsten Jahr entwickelt wird. Natürlich gibt es noch andere Transfers im Ausland, über die man reden könnte. Zum Beispiel Ilkay Gündogan, der ablösefrei zum FC Barcelona wechselt. Ilkay Gündogan hat jetzt bei Manchester City die Champions League auch geholt und ist jetzt schon relativ satt. Ich würde zwar beim FC Barcelona mehr auf jüngere Spieler setzen, aber mit seiner Spielweise denke ich, dass Gündogan Barcelona auch auf jeden Fall weiterhelfen können wird. Natürlich sind noch weitere große Transfers geschehen, über die man reden könnte. Zum Beispiel gibt es viele Spieler, die nach Saudi-Arabien wechseln. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, der nach Argentinien wechselt. Und ja, über das kann man natürlich alles reden, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Vielleicht mache ich zu dem Thema, dass so viele Spieler nach Saudi-Arabien wechseln, nochmal ein extra Video. Das war's auf jeden Fall erstmal für heute. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Transfersommer in die Kommentare und vor allem, welche Transfers ihr euch noch erwartet. Da bin ich sehr gespannt. Damit können wir auch in den Kommentaren unten weiter diskutieren. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut, Leute, und ciao.